Daisy sagte, sie ist in einer Höhle unter dem Haus. Und damit ahoi, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Ja, Lisa ist befreit. Wir wollen sie jetzt zu Daisy bringen. Und ja, dann versuchen wir doch mal die Höhle. Ich habe so ein bisschen diese Pilzhöhle im Verdacht, weil ja der Ausgang dieser, oder der Eingang, oder wie auch immer man das nennen mag, du kommst, ja, hier ganz in der Nähe war. Aber andererseits, schauen wir mal. Erstmal nehmen wir hier die Kiste mit, ne? So. Oh, MP-Munition. Gut, dass wir keine haben. Tja, wie kommen wir jetzt? Gehen wir mal da hinten den Weg lang, würde ich sagen. Ach, wir haben noch die Pistole. Naja, gut, das wollten wir ja. Das mache ich erst, wenn, wenn die Lisa weg ist, sprich, wenn wir uns wieder frei bewegen können. Also die Höhe stimmt. Nein, Weg in zur Höhle. Ach was. Lisa? Na gut, also dann. Lisa! Lisa? Wo ist die? Ah. Na nur. Naja. Na gut, probieren wir es mal hier. Oh, hast du Angst, nass zu werden? Sowas. Ah, guck mal da. Okay. Benutze Granaten, ja. Lisa? Daisy! Du hast es geschafft! Oh. Daisy, es tut mir so leid. Okay, genug geheult jetzt. Und ich habe dieses Boot. Wenn wir es reparieren, ist es das Ticket weg von der Insel. Ja, und direkt auf den Grund des Ozeans. Sagt der Bootsexperte. Aber ich brauche etwas Hilfe. Es gibt einen Antriebskopf für den Außenborder, der fehlt. Okay, ich sehe mich mal um. Schöner Fund. Komm, sieh dir an. Ah ja. Tut gut, dich zu sehen. Dich auch. Glaubst du, du kriegst das Boot hin? Das war mal mein Hobby. Wird schon, glaub mir. Also wir sollen den jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, hier in der Höhle finden. Wie geht es dir? Ich will nicht drüber sprechen. Die hat da die ganze Zeit rumgesessen. Ich frag mich, ob wir gerade in Santa Monica. Merkt die eigentlich noch was? Ah ja. Na, nehmen wir doch das hier so lang, oder? Ach ja. Kuckuck. Sie steht noch ein bisschen unter Schock. Das müssen wir respektieren. Hey,
du hast ihn. Und weil du ihn hast, kannst du ihn auch anbauen. Na, super. Es sind noch andere Leute auf der Insel, die befreit werden müssen. Erklär nochmal, warum du das nicht machst. Ich bereite die Zündung vor. Oh, tolle Erklärung. Bist du schon fertig? Ja, fast. Das war's. Ja. Klasse. Jetzt schaffen wir es selbst. Vielleicht sprichst du noch mal mit Lisa, bevor du gehst. Tja. Das Motorengeräusch ist natürlich auch hervorragend, aber gut, sie muss es ja ausprobieren. Naja. Das würde ich mir aber ehrlich gesagt auch zweimal überlegen, damit zu fahren. Jede Nacht träume ich von Hollywood und wach hier auf. Tut mir leid, dass du den Dreh verpasst hast. Ist nicht dein Fehler. Ich hätte darauf bestehen sollen, nicht zu springen. Hauptsache, wir sind beide sicher. Du hast mich gerettet. Ich verdanke dir mein Leben. Was wir jetzt brauchen, ist eine Art Plan. Okay, ich finde Riley und unsere Freunde. Du bleibst hier und hilfst Daisy mit dem Boot. Wir hätten die Flucht fast nicht überlebt. Hey, keine Sorge. Ich mach das schon. Sei vorsichtig. Ich gebe mein Bestes. Verlasse die Höhle. Oh, das wird schwierig. Oh. Was ist denn das denn? Ist das auch ein Ausgang? Warum darf ich nicht da raus? Ich wollte gerade sagen, es gab 9 Punkte. Dürfen wir jetzt mal was anderes freischalten oder ist es immer noch alles? Leute, das kann doch nicht sein. Tja, dann liegt meine letzte Hoffnung bei den Funktürmen. Dass die das dann weiter freischalten. So, das hatten wir doch alles schon hier. Na gut. Ach, guck mal, und die Sonne geht unter. Ja, ist gut. Oh ja, der Granatwerfer war ja schon geil, ne? Ja, wir gehen jetzt erstmal einkaufen. Hallo? Jason, ich habe oft versucht, dich zu erreichen. Was ist passiert? Bas hat mich geschnappt. Ich konnte mit Lisa fliehen, aber er hat die anderen noch. Ich bin nicht stark genug, um sie zu befreien. Du brauchst mehr Kraft im Kampf gegen Bas. Ich kann dir diese Stärke nicht geben. Aber es gibt jemanden, der das kann. Citra. Du bist bereit. Du musst zu ihr gehen. Wer ist sie? Citra ist die Anführerin unseres Volkes. Sie kann dich zum Zentrum führen. Sie wird deine wahre Kraft entdecken. Ihr Tempel ist im Dschungel. Ich treffe dich am Tor. Also gut. Okay, das wird jetzt auch interessant. Wo bin ich da nur reingeraten? Das ist eine gute Frage. Weil, was hat er gesagt, dass das seine Schwester ist? Also, da bin ich wirklich mal gespannt, was das jetzt heißt. So, verkaufen, Schnellverkauf. So, dann haben wir hier endlich mal wieder ein bisschen Platz. Ich möchte auch so ein bisschen Viehkram hier verkaufen, was wir zu viel haben. So,
Zum Beispiel das ganze Casual-Leder hier. Mir reichen da erstmal 2 Felle pro Tier sozusagen. Büffel, 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 Büffel. Gut, passt. Nee, hier ist 1 zu 4. Ziege, nochmal ein Casual zu 4. Gut, jetzt haben wir nämlich wenigstens wieder ein bisschen Platz. Achso, Munition, Munition. Inventar auffallen. Gut. Schrotflinte. Naja gut, sieht aus, als wäre sie so fertig, wie wir sie gemacht haben. Also ausrüsten. Gut. Wisst ihr was? Ich glaube, wir machen das jetzt einfach mit den Spritzendingern. Vor allen Dingen, wenn wir ja dann auch die Tauchspritzen herstellen, dann ist das vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht. Und, ja gut, das ist immer noch nichts Neues freigeschaltet. Dann können wir also auf jeden Fall weiter sammeln. Weil, ich sag mal, die Tauchspritze ist sozusagen die einzige Spritze neben der Medizin, die ich mir vorstellen könnte zu verwenden. Und dann nutzen wir die längeren Wirkungen quasi einfach dafür. Gut, wir haben noch eine Pfad des Jägers Aufgabe, wir haben eine Übergabeaufgabe und eine Todaufgabe. Dann würde ich sagen, wir gehen mal eben zum Pfad des Jägers. Mal kurz markieren, dass wir da auch richtig landen. Die Überaufgabe machen wir dann in der nächsten oder übernächsten Folge, das weiß ich noch nicht. Ich bin nämlich noch nicht ganz damit fertig, die Dateien von den Festplatten zu übertragen. Und, ja, wie gesagt. Wobei, von der Zeit her, ja, ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen. Ich muss auch noch schneiden, das hochladen. Nee, ich beende die Folge gleich, wenn wir da unten sind. Und, genau, dann mache ich das, heute Abend schaffe ich das dann hoffentlich mit der Übertragung der Dateien. Dann ist das fertig, dann sind wir endgültig wieder auf dem Laufenden, so wie ich das sehe. Und dann, also ich nehme ja jetzt auch schon wieder mit 40 FPS auf, ich habe das mal erhöht, weil wir sind ja jetzt schon auf einer, also immer noch auf der etwas neueren Festplatte, noch nicht auf der ganz neuen. Selbst das klappt jetzt um einiges besser. Insofern bin ich da ganz guter Dinge. Oh Gott, es gibt eine. Oh Gott! Wie euch Ideen blühen. Mehr hast du dazu nicht zu sagen. Hier ist gerade einer mit dem Gleiter abgestürzt und du sagst, hier die Orchideen blühen, oder was? So. Zack. So, jetzt zeige ich dir, wie die Orchideen blühen. Da hast du. Na, hast du gesehen? Was sie wohl heute kochen? Nix. Die Orchideen blühen nämlich, die muss ich unbedingt ansehen. Ist eher so, als ob du zu umziehen, hä? Was machst du da? Die Orchideen blühen. Ganz toll, hier ist irgendwo ein Komodo-Waran, ne? Den hast du schon gehört, ja? Ach, das ist jetzt wahrscheinlich dieser Spezialkommando, den wir töten sollen. Ganz bestimmt. Den gibt's da ja irgendwo, habe ich mal gesehen, bei der Herstellung. Töte den Blablabla-Kommando. Ich nehme mal an, dass der jetzt kommt. Da steht's auch Rare. Ich nehme mal an, dass. Obwohl, war das auch vorher schon da? Ja, sollte man besser aufpassen. Egal, wie dem auch sei, ich beende an dieser Stelle die Aufnahme. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit den Nebenquests. Sind ja jetzt nicht so viele. Ich gucke.
guck mal gerade, die Citra ist hier. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall vorher noch einen Funkturm befreien und dann geht's weiter in der Hauptquest. Also wir haben diese drei Nebenquests. Funkturm, Citra, das ist der Plan. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, ciao.